Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unsere Freitagnacht-Ausgabe und das ist wie immer eine freie und offene Themenausgabe. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist Markus und Markus ist 31 Jahre alt. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, um Sexcam und sowas. Um Sexcam und sowas. Sag, mach's mal ein bisschen präziser. Ja, also ich gehe öfter mal ins Internet rein. Ich habe meine Freundin schon dadurch verloren. Ja, okay. Ja, also bei mir ist... Du hast deine Freundin verloren. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Ja, mit meiner Freundin war ich 2 Jahre zusammen. Und die hast du verloren, weil du sehr viel in die Sex-Chat-Räume gehst? Richtig. Ja. Also das hat damit zu tun, weil, ich bin ein bisschen aufgeregt. Verstehe, ich helfe dir mal ein bisschen, indem ich einfach nur ein bisschen nachfrage. Du hast Sexcams gesagt, das heißt, du hast zu Hause so Kugeln sind das, ne? Oder ich weiß nicht genau, so eine kleine Kamera neben deinem Computer stehen? Genau, ich hatte früher mal zu Hause bei mir Internet. Ja. Wie, jetzt nicht mehr? Nee, jetzt gehe ich immer dafür ins Internetcafé rein. Wie, und da machst du Sexcam? Ich nicht, ich gucke mir die Frauen an. Ach so, ich dachte, du würdest mitmachen. Nee. Verstehe. Also, du guckst dir Frauen im Internet an, die sich vor Cams präsentieren. Richtig, und da muss ich ja für derbe Geld für bezahlen. Ja, wie viel Geld hast du denn schon ausgegeben dafür? Also, eine Menge. Also, ich habe jetzt eine Rechnung gekriegt von 3.000. Mhm. Und die bezieht sich auf welchen Zeitraum, die 3.000 Euro? Ja, also wo ich vorher drin, also einen Monat. Ein Monat. Das ist natürlich unfassbar viel. Was machst du vom Beruf? Ja, das Problem ist ja, ich bin arbeitslos. Und wie kannst du das zahlen? Ja, ich kriege ja jetzt die Rechnung. Und wie wirst du es dann zahlen? Das weiß ich ja nicht. Aha. Also machst du eine ganze Menge Schulden, indem du diese ganzen Sex-Hotlines oder Camps oder was auch immer anzapfst. Genau, die haben jetzt auch meine Karte gesperrt. Ja. Und dann habe ich die Karte von meiner Freundin genommen, deshalb ist meine Freundin abgehauen. Was für eine Karte? Ja, die Bankkarte. Ich muss ja die Kontonummer angeben. Ja. Also du hast das während, du sagst, du warst 2 Jahre mit der Freundin zusammen, das heißt, während dieser Zeit hast du das dann auch schon gemacht. Ja, richtig. Ja. Und das und sie hat dich verlassen, weil du an ihr Geld gegangen bist und weil du diesen Kram dir angeguckt hast. Richtig. Mhm. Und sie hat auch gesagt, sie sagte, das geht nicht so und das geht nicht mehr so weiter und. Warum machst du es denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin da süchtig nach. Ach ja, komm. Du bist 31 Jahre alt. Gibt es denn da keine Entscheidung, dass du für dich sagst, okay, das ist irgendwie sehr schief, das läuft sehr schief und jetzt ziehe ich die Notbremse? Ich kann das nicht. Das ist das Problem. Hast du dich hier schon angestrengt? Ja, es geht nicht. Wie es geht nicht? Geht nicht, gibt's nicht. Hast du dich angestrengt? Hast du Versuche unternommen, das schon zu bremsen? Ja, ich weiß nicht wie. Ja, indem du es einfach nicht mehr tust. Ja, das kann ich nicht. Tja. Ich habe das, dann habe ich meine Zeit, einen Monat habe ich meine Zeit, dann mache ich es nicht und dann, wenn ich schlecht drauf bin, dann habe ich das auf einmal wieder. Dann muss ich da einfach rein. Mhm. Und war das während der gesamten Zeit, als du mit deiner Freundin zusammen warst? Nee, wir hatten auch Probleme und so.
Also die Frage war das während der ganzen Zeit? Nein. Wann fing das denn an? Ja, das fing dann an mit dieser Krise. Also mit meiner Freundin. Wie lange wart ihr da zusammen, als die Krise begann? Boah, da waren wir ein halbes Jahr, anderthalb Jahre. So, jetzt glaubst du, dass du die Freundin ist weg, du hast keine Kohle mehr, bist über alle Ohren wahrscheinlich jetzt verschuldet. Ja, das auf jeden Fall. Und hast jetzt auch keinen PC mehr zu Hause, oder keinen Internetanschluss. Nee, den haben sie mir abgeschnitten. Und wenn du in ein Internetcafé gehst, wie geht denn das? Kann man da denn auch diese Sachen sich angucken? Muss man doch bezahlen. Geht. Und wie zahlt man das dann? Ich muss dir da meine Personalausweisnummer geben. Ja. Und die Personalausweisnummer gebe ich rein. Aber ich habe mir dann jetzt von meinen anderen Freunden, habe ich mir die Kontonummer gegeben lassen. So. Das heißt, du betrügst jetzt auch noch andere Freunde. Ja, also das ist Betrug. Ja, das ist Betrug, natürlich. Das machst du jetzt so, oder wie? Ja, und deshalb, ich weiß nicht, ich muss allmählich mal eine Bremse kriegen, deshalb habe ich auch angerufen. Ja, das finde ich allerdings auch, aber es wird dich kein Mensch von außen bremsen, sondern das musst du selbst machen. Ich meine, es ist ja schon was Kriminelles, das ist schon eine kriminelle Energie, kann man ja sagen, die du da an den Tag legst. Ja, das stimmt. Weißt du, Markus, ich bin immer etwas genervt, wenn man in so einer Situation immer sagt, das kann ich nicht. Ich muss Sexkameras gucken. Ich kann es nicht anders. Himmelherrgott nochmal, dann versuch es doch erstmal. Wie weit willst du denn noch runter krachen? Du bist hoch verschuldet, deine Freundin ist weg und du betrügst jetzt auch noch deine Freunde. Ja, das ist nicht schön, das weiß ich, aber ich war auch im Knast und für 5,5 Jahre und ich habe das Gefühl, als wenn ich das nachzuholen musste. Weswegen warst du im Knast? Ja, darüber möchte ich nicht sprechen. Und ich weiß es nicht, deshalb habe ich mich bei dir gemeldet. Ja, okay, pass auf. Es kann ja auch sein, ich weiß ja nicht, in welchen Verstrickungen du da noch so drin hängst, deswegen will ich es auch nicht zu hart und zu schnell urteilen. Wir werden uns jetzt mal noch ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen und im Hintergrund mit dir sprechen. Ja, das wäre nett. Ja, und vielleicht finden wir, und ich bin sicher, irgendeine Möglichkeit finden wir, dass du zumindest auch eine Unterstützung bekommst, wenn du sie möchtest, aber du musst halt auch deinen Teil selbst dann dazu beitragen. Ja, deshalb habe ich... Deswegen hast du angerufen. Genau, das habe ich jetzt auch so verstanden. Dann würde ich dich bitten, Markus, aufzulegen und die Magdalena, das ist meine Mitarbeiterin im Hintergrund, die Psychologin heute Nacht, die wird dich anrufen und dann könnt ihr in den Einzelheiten das mal durchgehen, was da so los ist, okay? Okay, danke schön. Okay, lieber Markus, ich hoffe, dass du es schaffst und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Holger ist hier. Holger ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Holger. Was ist dein Thema? Zuerst möchte ich mal dir sagen, dass du eine ganz tolle Sendung hast. Ich danke dir vielmals. Die ich schon seit vielen Jahren sehe. Und auch deine Mitarbeiter sind wirklich super nett. Super ja, sehr. Toll. Sehr, ja, genau. Und also wie gesagt, ganz prima. Ich freue mich, dass ich heute drankomme. Allerdings wird es ein bisschen schwierig. Bin also auch ein bisschen aufgeregt. Und na, wir schaffen das schon. Im Moment auch ein bisschen emotional down. Ja. Also es ist so, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe es vorher schon angeschnitten. Eine kleine Bitte, kannst du vielleicht noch ein bisschen näher an den Hörer gehen? Kann ich machen, gerne. Dann höre ich dich noch besser. Ja, kann ich machen. Mhm. Es ist ganz einfach so, das Thema bei mir ist einfach, ich sage jetzt mal, eine emotionale Abhängigkeit von einer Frau. Von einer Frau? Ja. Mhm. Wie lange schon? Seit 2 Jahren geht es. Das Ganze spielt sich im Ausland ab. Ich muss sagen, dass ich in Asien tätig bin, in Asien arbeite, schon seit vielen Jahren. Ja. Und habe also auch dort eine asiatische Freundin seit 2 Jahren. Und um die geht es? Und um die geht es, ganz genau. Um die geht es. Und es ist so, das hat am Anfang alles wunderbar funktioniert. Das war alles prima. Ich spreche die Landessprache. Ich kenne die Leute, Land und Leute. Wo ist das in Asien? Ich möchte es jetzt nicht hier am Telefon öffentlich ganz... Okay.
Und ich möchte nur Folgendes sagen, die Frau kommt aus einem Grenzgebiet zu einem anderen Land, also zum Nachbarland, wo also komplett andere Sitten herrschen, wie das sonst im Land der Fall ist. Das wusste ich so im Detail nicht, musste ich aber dann erfahren. Okay. Es ist so, dass die Beziehung am Anfang die ersten Monate hervorragend funktioniert hat. Super. Ja. Bist du denn, ich frage dich mal immer zwischendurch ein bisschen, damit mir das noch klarer wird. Ja. Du sagst, du bist beruflich oft unten. Wie oft bist du in diesem Land? Also meistens bin ich sag mal, den Großteil der Zeit über die Saison. Über die Saison, die sich meistens von Oktober bis April, Mai erstreckt. Saison heißt Urlaubssaison oder was? Das heißt Urlaubssaison. Ja. Ich bin dort in Reisebüros tätig. Ach so, ich arbeite da in der Tourismusbranche. Verstehe. Sozusagen. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Das war alles prima. Wir haben uns perfekt verstanden. Für mich war es die absolute Traumfrau. Absolut. Und es ging dann los, dass sie mal nach diesen Monaten einen Tag verschwunden war. Dann war sie mal zwei Tage verschwunden. Dann war sie mal wieder etwas länger verschwunden. Und ich habe da nie vorher irgendwas mitgekriegt. Sie war einfach weg. Das hat sie damals prima machen können, denn da habe ich gearbeitet, da konnte ich sie nicht kontrollieren, wann sie da ist und wann nicht. So, dann habe ich zwischenzeitlich erfahren, dass die älteren Schwestern praktisch die zwei jüngeren Schwestern vermarkten. Das heißt, verkaufen an andere Männer. Und deine Freundin ist eine der jüngeren Schwestern? Richtig, das ist die zweitälteste, es gibt noch eine jüngere und die beiden Schwestern haben jeweils auch ein Kind, auch ein Mädchen, das bei der Familie lebt. Also im Klartext, diese Schwestern haben deine Freundin auf den Strich geschickt. So kann man es nennen, so kann man sagen, ja. Ja. Und immer wenn irgendwie wieder einer kam, dann hat die einen Anruf gekriegt und dann musste die bei mir verschwinden. Wie alt ist denn deine Freundin? 26. 26. Hat deine Freundin dir davon erzählt? Erst danach immer. Immer danach? Ja, immer danach, vorher nie. Wie hat sie das denn empfunden oder wie empfindet sie das, wenn sie das tun muss? Ja, es ist so, nach meinem persönlichen Eindruck, den ich gewonnen habe jetzt im Laufe der Zeit, ist es so, dass sie gern mich für die Beziehung hätte und auswärts aber das Geld verdienen muss, um ihre Familie zufriedenzustellen. Ach so. Das Problem ist aber, dass wir eigentlich beide damit komplett kaputt gehen. Weil das Ganze hat dann letztes Jahr darin gegipfelt, sie hat dann verschiedene Krankheiten natürlich bekommen, hat mich natürlich auch mit diversen Krankheiten angesteckt. Das heißt, wenn sie mit Freiern Sex hat, heißt das nicht unbedingt immer mit Kondomen. Richtig. Richtig. Wie Je schlimm. Nachdem, was gewünscht wird. Wie schlimm, ja. Wie schlimm. Naja, aber ohne gibt es mehr Geld und da gibt es keine Diskussion. Ja. Was für eine Krankheit hast du dir geholt? Ja, also Gonorrhea, HPV-Virus und so weiter. Was für ein Virus? HPV-Virus. HPV, was ist das? Das ist dieser Human Papillom-Virus, der hauptsächlich bei lesbischen Geschlechtsverkehr übertragen wird. Und welche Auswirkungen hat dieser Virus? Ja, das ist so, es gibt da so eine High-Risk- und eine Low-Risk-Gruppe. Und bei der High-Risk-Gruppe, die sie natürlich hat, besteht also ein ganz extrem hohes Krebsrisiko, dass sie im Unterleib dann an Krebs erkrankt und so weiter. Und du auch? Bei Männern ist es nicht ganz so schlimm, aber es zeigt sich auch. Bist du im Moment auch erkrankt? Im Moment nicht, nein. Im Moment nicht. Im Moment nicht, nein. Und so geht das immer zu? Und so geht das immer zu. Und das Ganze hat dann darin gegipfelt, letztes Jahr im November, wo sie auch mal wieder eine schwere Operation hatte im Krankenhaus, wo ich für sie gemacht habe. Und sie musste anschließend im Bett liegen. Ich habe mich um sie gekümmert und alles. Und nach zwei Tagen steht sie auf und sagt, sie geht. Dann sage ich, nee, du gehst nicht, auf gar keinen Fall. Sie wollte gehen, weil sie wieder Geld verdienen wollte oder musste? Ja, aber sie konnte ja gar nicht, weil sie eben schwer krank war. Ja. Wie gesagt, sie wurde operiert am Unterleib, also da ging, also normalerweise darf da gar nichts passieren. Ist sie denn dann trotzdem gegangen? Ja, selbstverständlich. Und nachdem ich sie nicht gehen gelassen habe, ja, dann hat sie mich beschuldigt, ich hätte sie geschlagen und hat mich zur Polizeistation geschleift. Ach du lieber. Ja, sicher. Und da unten ist man in der Lage. Ach du lieber Himmel. Und was hat das für eine Folge? Was hatte das nun wiederum für eine Folge? Ja gut, ich musste bezahlen, ja, obwohl das niemand geglaubt hat, aber ich musste trotzdem bezahlen, weil ich bin in der Pflicht, meine Unschuld zu beweisen und nicht sie mir die Schuld zu beweisen. Das und, ist das Problem. Und das macht man, indem man dann bezahlt? Ja, sicher. Wie viel hast du bezahlen müssen? Ich habe rund 100 Euro bezahlt. War das ein Gerichtsurteil oder hast du das bei der Polizei bezahlt? Bei der Polizei. Und damit war die Sache dann erledigt? Damit war die Sache erledigt. Das Problem ist aber, dass es dann anschließend einen entsprechenden Notiz, einen entsprechenden Vermerk gibt,
wenn zwischen uns nochmal etwas in der Art vorfällt, dann wird es brenzlig. Verstehe. So, jetzt hast du gerade das Gespräch aufgemacht. Es geht um eine Abhängigkeit zu einer Frau. Das ist richtig, ja. Inwiefern bist du von dieser Frau abhängig? Ja, ich komme einfach nicht von ihr los. Ich kann mich einfach nicht von ihr auch lösen. Das heißt, eigentlich so von der Vernunft her würdest du sagen, ich muss diese Beziehung lösen? Unbedingt, weil ich gehe sonst definitiv dran kaputt. Mhm. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gab es denn schon mal die Überlegung, dass du diese Frau mit nach Deutschland nimmst und sie hier heiratest? Es gab schon sämtliche Überlegungen von mir, auch das Druckmittel Kind von den Eltern wegzunehmen. Ich habe gesagt, wir nehmen sie mit, wir schicken sie auf die Schule, wir machen alles. Es gibt keine Möglichkeit, sie da rauszubringen. Völlig ausgeschlossen. Mhm. Völlig ausgeschlossen. Sie will es auch nicht? Das Kind ist gut, sie ist 26. Ich glaube, sie kann und sie will auch nicht. Sie weiß, dass das ihr Leben so ist und dass sie das so weiterführen muss, dass sie gar keine andere Chance hat. Okay, also wenn die junge Frau von sich aus das nicht will, warum auch immer, ich meine, sie führt ja kein gutes Leben da und die Familienverbindungen so hart und so streng geknüpft sind, müsstest du ja eigentlich sagen, okay, so sind die Dinge und dann ziehe ich mich zurück. Das ist schon richtig, Domian. Nur sie lässt mich natürlich auch nicht los, weil ich bin für sie immer der Rückhalt. Mhm. Sie überbrückt dann die Zeit mit mir und ich bin derjenige, entschuldige, wenn ich das jetzt sage, aber der sich auch immer wieder aus der Scheiße rauszieht, der sich immer wieder zum Arzt bringt, der sich Ja gut, aber daran ist ja nicht sie schuld, wenn du sagst, sie lässt mich nicht los. Du bist immerhin ein halbes Jahr im Jahr in Deutschland und bist sowieso weg von ihr. So habe ich es verstanden jetzt. Das ist schon richtig. Nur, ich meine, ich nehme jetzt im Moment auch kein Telefon von ihr an, weil ich genau weiß, dass sie mich dann wieder einwickelt. Ja, das kann sie im Telefon perfekt. Da sitze ich ein paar Tage später schon wieder im Flugzeug. Das schafft sie. Also, was für mich eines der schlagkräftigsten Argumente ist einfach die Gefahr, in der du gesundheitlich schwebst. Du kannst dir zu jeder Zeit, kannst du dir auch eine tödliche Erkrankung einhandeln. Jürgen, alles. So. Alles. Ich weiß. So, und da diskutiert man ja gar nicht mehr weiter. Da ist ja eigentlich Schluss mit Worten. Natürlich, selbstverständlich ist es das. Das Problem ist auch ganz, ganz einfach das, so hat sich das jetzt auch anhört. Sie war für mich immer die perfekte Frau. Immer. Wenn wir uns jetzt gestritten hätten, wenn sie da wäre, in der Zeit, wo wir zusammen waren, wenn wir da Ärger oder sonst was gehabt hätten, dann kann man sich da, oder könnte ich mich eher davon lösen. Aber in der Zeit, wo sie da war, hat zwischen uns eigentlich eine perfekte Harmonie. Aber jetzt nimmst du ja nur einen Ausschnitt aus der Realität. Das ist richtig. Ne? Zu dieser Frau gehört ja all das, was du mir am Anfang auch erzählt hast. Und insofern ist sie nicht die perfekte Frau für dich. Das ist auch richtig. Wenn du eine Verantwortung dieser Familie gegenüber empfindest, die offensichtlich sehr arm ist, bestünde ja auch die Möglichkeit, dass du diese Familie wie auch immer noch weiter unterstützt. Das habe ich ja bereits getan. So, du dich aber aus dieser Beziehung zu dieser jungen Frau rausziehst. Was ist es denn? Ist es noch Liebe? Das ist eine gute Frage. Also vermutlich liebe ich sie immer noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber spätestens dann muss man ja, wenn man in eine solche Konstellation geraten ist, darüber nachdenken, was ist denn Liebe? Oder was empfinde ich als Liebe? Ist das Liebe? Ja, mit Sicherheit. Sie ist zu diesem Gefühl gar nicht mehr fähig. Sie ist nur noch zu gewissen Teilgefühlen fähig, die sie überhaupt noch hat. Ja, weil der Rest ist bei ihr komplett abgestumpft und kaputt gemacht worden. Was natürlich hochdramatisch und traurig ist. Natürlich. Und ich dachte, dass ich vielleicht wenigstens die Chance hätte, vielleicht noch ihre Tochter, weil ich die auch sehr mag und alles, ihre Tochter zu helfen, sie da rauszuholen, aber selbst das Leben von ihrer Tochter... Es gibt, das habe ich gerade gar nicht verstanden, es gibt von ihr noch eine Tochter. Es gibt von ihr noch eine Tochter, die jetzt auch schon bereits vorbereitet wird auf dieses Leben. Das ist ja das Schreckliche. Das heißt, also ich frage nochmal, die Rettung wäre ja wirklich, man würde diese Frau, du würdest diese Frau, die du mal geliebt hast zumindest, oder noch immer Empfindungen hast, wenn du sie nach Deutschland holen würdest, wenn du sie heiraten würdest. Mit ihrem Kind. Aber das bekommen wir nicht weg. Bekommen wir nicht von der Familie weg, weil das ist... Hinzu kommt aber dann auch noch, dass sie es irgendwie auch nicht will, wie du gerade gesagt hast. Keine Chance. Ja, dann sagt alles in mir, nachdem du mir das erzählt hast, dass du einen Schlussstrich ziehen musst, Holger.
Weil du hast einen ganz entscheidenden Satz gerade gesagt, ich gehe dabei kaputt. Auch dabei kaputt. So. Und mein Verstand sagt mir genau das Gleiche. Mein Verstand, das sagt er mir schon lange. Da muss man so lange warten, bis der Verstand das vielleicht zum tausendsten Mal gesagt hat, bis man dann auch so reagiert innerlich. Der Verstand kämpft gegen das Herz. Ich verstehe. Aber ich glaube, der erste Schritt ist sowieso immer der Verstand. Das dauert manchmal sehr lange, ehe das Gefühl und das Irrationale in einem das dann auch übernimmt. Aber der erste Schritt ist der Verstand. Also, Holger, ich glaube, du musst da raus. Ich glaube es nicht mehr. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Vor allen Dingen auch, um dich zu schützen, dein Leben zu schützen, deine Gesundheit. Ja, die Situation ist so verfahren, so wie du sie mir geschildert hast. Die Situation ist dramatisch. Um mich haben auch alle Angst. Meine Eltern, meine Freunde, alle weil sie die Situation ja alle kennen, mich ja auch besucht haben und alles. Mhm. Also alle sagen das, du musst da raus. Ja, unbedingt, natürlich. Ja. Mhm. Kann ich mich nur anschließen, Holger. Ich kann mich nur anschließen. Wie du das emotional hinkriegst, das weiß ich nicht. Das musst du für dich selbst hinkriegen. Da kann mir keiner dabei helfen. Nee, dazu gehört immer, wie bei all solchen Abhängigkeiten, wie auch immer die sind, erstmal eine ganz klare Entscheidung. Und dann kann man anfangen zu kämpfen für diese Entscheidung. Aber solange man innerlich noch so ein bisschen vielleicht dann doch und lässt sich dann doch nochmal gehen, ist man immer in diesem Teufelskreis drin und kommt da nicht raus. Das ist dieses kleine Flämmchen, was einfach immer noch da ist. Ja, aber dieses Flämmchen ist, glaube ich, eine Illusion. Natürlich ist es eine Illusion. Das geht nur so lange gut bis zum nächsten. Dann tritt das Flämmchen aus, so puste das Flämmchen aus, so hart das auch klingt. Ja, wenn es so einfach wäre, Jürgen. Lieber Holger, ich wünsche dir zu viel Kraft. Also ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Ich finde, dass du es tun sollst und ich wünsche dir alles Gute dabei. Und wenn du der Familie irgendwie noch helfen kannst, hilf ihr. Es klingt nach bitterer Armut und sehr viel Leid. Aber egal, was ich tue, es ist nie genug. Das ist das Problem. Ja, natürlich. Ich kann machen, was ich will. Ich habe keine Chance. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Ich danke dir. Mach's gut, ne? Danke sehr. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Helga. Helga ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Helga. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben schon mal vor anderthalb Jahren gesprochen. Mhm. Und ich bin ganz glücklich, dass ich dich endlich wieder mal dran habe, weil ich dir berichten wollte, dass du mir sehr geholfen hast. Das freut mich. Erzähl mal, um was es ging. Es ging darum, ich war in zweiter Ehe verheiratet, seit dem Jahr 2001 und musste feststellen, dass diese Ehe also ein totales Chaos ist. Mhm. Mein Mann hat sehr viel Alkohol getrunken, ist sehr jähzornig gewesen und es wurde also immer schlimmer, immer schlimmer. Nach 2 Jahren Ehe hatten wir dann die letzten 5 Jahre absolut keinen Sex mehr. Wir lebten wie Bruder und Schwester. Mhm. Ja, und das hatte ich dir damals alles erzählt und dass er ausgerastet ist, sich die Klamotten vom Leib gerissen hat bei jeder Kleinigkeit. Und kurz davor war mich zu verprügeln, hat sich dann aber selber irgendwie verletzt, um mich nicht anzugreifen. Mhm. Und da hattest du mich gefragt, wie ich das 5 Jahre lang ausgehalten habe. Und dass es höchste Eisenbahn ist, was zu tun. Ja. Ja, und da muss ich also jetzt dir nur recht geben, auch mit den Worten, die du eben diesem Herrn gegenüber geäußert hast. Es gehört schon eine Menge, der Verstand muss erstmal einsetzen. Und dann muss man eben auch eine Menge Mut haben. Was hast du denn dann nach unserem Gespräch gemacht oder wie ging das denn weiter nach unserem Gespräch? Ja, also ich hatte noch mit eurer Psychologin gesprochen und die hat mir dann noch ein paar gute Adressen gegeben. Mhm. Da habe ich mich auch hingewendet und bekam das bestätigt, also was du auch schon gesagt hast. Und dann habe ich also mein Herz in die Hand genommen und habe mir wieder in meiner alten Heimat, also 350 Kilometer von dort weg, eine Wohnung gesucht. Und ja, es geht mir jetzt, nachdem ich das geschafft habe, super gut. Was ist mit dem ehemaligen Partner geworden? Was ist aus ihm geworden? Ich muss ehrlich sagen, wir haben keinen Kontakt mehr. Mhm. Das geht jetzt nur noch über die Anwälte. Mhm. Und zurzeit leben wir in Trennung und ich denke, also das Trennungsjahr ist dann bald vorbei im August, dann kommt halt die Scheidung. Wie waren denn die ersten Wochen und Monate,
oder die ersten Wochen, muss man fragen, als du dich dazu entschieden hattest, ich gehe raus. Wie hat er reagiert? Ja, ich habe ihm das schon mal angekündigt gehabt. Und er war immer der Meinung, ich werde das nicht tun. Das ist genau der Punkt. Also er hat quasi so diesen, diese Vogel-Strauß-Politik betrieben. Nach dem Motto, lass die mal reden. Lass die mal reden, das macht die sowieso macht's nie. Mhm. Also die lässt sich ja jetzt nicht nochmal scheiden. Also ich habe ja vorher eine sehr langjährige Ehe geführt. Und er hat wahrscheinlich gedacht, also das Theater macht die nicht nochmal mit. Also wenn ich die jetzt habe, dann habe ich die und dann kann ich machen, was ich will. Aber als es dann wirklich ernst wurde und er kapiert hat, du tust es doch und du tust es wirklich, wie war da seine Reaktion? Oh, da ist er total ausgerastet. Wenn ich da nicht einen Bekannten bei mir gehabt hätte, hätte ich also wirklich... Wäre gewalttätig geworden. Ja, also da war kurz davor, hat er sich ganz schlimm benommen. Du musstest dann ja auch noch... Ja, Sachen aus der Wohnung meine raus. Sachen, ich habe also nur das, was ich auf dem Leibe tragen konnte und was in mein Auto reinpasste. Ach so, also keine Möbel, gar nichts. In einer Nacht- und Nebelaktion, als er das dann mitkriegte, dass es ernst war, habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion also alles gerafft, was ich raffen konnte und habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Das ist ja Wahnsinn. Also keine Möbel mitgenommen, nicht, keine Gegenstände, Nein, ich habe ganz von vorne angefangen, vom Eierpieker bis zur Bettwäsche oder ob es ein Kosmetikspiegel ist oder sonst sowas. Hat er danach irgendwie versucht, Rache zu üben? Nein, Gott sei Dank nicht. Er hat dich dann in Ruhe gelassen? Dann hat das nun kapiert, ja. Und hat mich dann zufrieden gelassen. Es kamen zwar noch ein paar böse Anrufe, aber... Große Gratulation, Helga, dass du das geschafft hast. Ja, ich... Große Gratulation. Mir, weißt du was, ich möchte mir am liebsten jeden Tag auf die Schulter klopfen, dass ich das geschafft habe. Ja, super. Weil super. Ich hatte so wenig Mut und so wenig Selbstbewusstsein. Ja. Und ich bin jetzt irgendwie total anders. Ich bin aufgelebt, ich gehe weg, ich habe einen Freundeskreis. Hast du denn auch schon wieder eine neue Beziehung? Ja, das ist jetzt ganz witzig. Ich habe ein Verhältnis. Was ja nicht schlecht ist. Mit einem 21 Jahre jüngeren Mann. Nein, ja. Ich hätte jetzt fast gedacht mit einem 21-Jährigen. Nee. Ganz so schlimm nicht, aber ich finde es ja schon total irre. Du bist 59 mit einem 38-Jährigen. Ja, richtig. Ja, und? Ich finde es toll. Ja, ich finde es auch toll. Also wenn ihr beide euch gut fühlt dabei und ist doch so. Mein Gott, du blühst ja richtig auf. Ja, das ist richtig. Und deswegen kann ich nur das sagen, was du neulich bei Kerner gesagt hast. Zufällig habe ich da reingeschaltet. Und da sagtest du, ich bin in einem Alter, wo ich meine Träume nicht mehr vor mir herschiebe. Ja, das habe ich gesagt, ja. Das finde ich auch. Und im Grunde habe ich genau das jetzt gemacht. Ich habe das umgesetzt. Ich finde das so toll, dass du das gemacht hast sowieso. Ich finde auch sehr schön, dass du nochmal angerufen hast, weil ich nämlich glaube, dass wenn jemand das so aus eigener Erfahrung erzählt, was du hinter dir hast, kann das sehr, sehr beispielhaft sein für andere Frauen oder auch Männer, die in deiner Situation jetzt sind, in der du damals warst. Genau. Also egal, ob Männlein, ob Weiblein, ich kann nur allen sagen, verdammt nochmal, wenn ihr in so einer Situation seid, dann nehmt euren ganzen Mut zusammen und egal, ob was dabei rauskommt, aber man kann so nicht weiterleben. Man hat, oder du hattest ja eigentlich auch gar nicht viel mehr zu verlieren. Richtig. Ne? Was sollte da noch kommen? Ja, es hätte ja eigentlich nur immer weiter schlimm und fürchterlich und bedrückend sein können für dich. Ja, also ich habe auch gedacht, was soll noch passieren? Es kann, also besser kann es nicht werden, es kann nur noch schlechter werden. Denn ich habe ja 5 Jahre die Hoffnung nicht aufgegeben gehabt. Wenn du jetzt zurückdenkst und diese 5 Jahre so bewerten sollst, was hast du daraus gelernt für dich? Ja, ich habe daraus auf jeden Fall gelernt, schneller eine Entscheidung zu treffen oder meinen Verstand mehr einzusetzen. Ja, also ich habe immer, immer Angst gehabt. Ist dir diese Helga, wenn du an die zurückdenkst von damals, ist dir die heute fast schon fremd? Ja. Ja, würde ich also sofort ganz eindeutig mit einem Ja beantworten. Ich bin eine andere. Also ich finde das super. Ich finde es wirklich toll. Und also ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen, ja. Und ich finde, dass man so etwas, egal wie alt man ist, kann man das machen.
Ja. Auch wenn man schon etwas älter ist. Also ja. Alte Leute haben mir das ja auch schon erzählt. Und dann sage ich ja auch immer, gut, das ist vielleicht dann noch schwieriger. Das muss man sagen. Aber ich glaube, dass man das immer wieder schaffen kann. Und das ist ein großer Erfolg für einen selbst ist. Ich kann das nur jedem raten. Mhm. Also Leute, wenn ihr da in so einer Situation seid, dann tut was. Ich freue mich sehr für dich, freue mich, dass du angerufen hast. Ja, und ich wünsche dir nochmal, Domian, du hast mir ja tatsächlich auf die Sprünge geholfen. Super, freut mich noch mehr, dass das hier ein bisschen angestoßen wurde durch uns. Das ist toll. Ja. Also, tolles Leben und viel Glück in der Liebe. Ja, danke dir, Domian. Tschüss, Helga. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder ihr mailt uns ganz einfach domian@wdr.de, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und auch ein paar Sätze zu eurem Thema, über was ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist der Mike. Mike ist 37. Guten Morgen, Mike. Hallo, Domian. Hallo, Mike. Hallo, na du? Na du? Da fiel gerade mein Handy runter. Um was geht's denn? So, pass auf, es geht darum, ich war vor knappem Jahr ungefähr bei meiner Freundin im Urlaub. Mhm. So, und mein Vater sollte ins Krankenhaus zu einer Knieoperation. Ich werde das Krankenhaus jetzt erst lieber nicht erwähnen. Nee. Das ist, glaube ich, besser, sonst kriege ich bloß mal Ärger oder wie auch immer. So, er war auf jeden Fall zur Knieoperation. Meine Mutter rief mich dann nach 4 Tagen ungefähr an, war das, glaube ich, nach 4 Tagen. Mhm. Da war ich noch im Urlaub. Ich möchte gerne nach Hause kommen. Ich sag, ja, kann ich machen. Und was ist denn los? Ja, das möchte ich dir am Telefon nicht sagen. Ich sag, gut, bin nächsten Tag sofort ins Zug gesetzt, nach Hause gefahren. Wie weit warst du denn weg? 372 Kilometer. Ach so, aber das ist mir noch neugierig. Warum soll ich den Urlaub unterbrechen? Ja, weil ich ja nicht wusste, was los war. Und ja. Da klang schon ein bisschen merkwürdig am Telefon. Ach so, also es war für dich schon, du hast es sehr ernst genommen. Du hast gedacht, wenn die Mutter das sagt, dann ist es ernst, dann muss ich kommen. Genau. Das kann man dann nicht am Telefon erörtern. Nee, das wollte sie auch nicht. Sie hat mir auch gar nichts erzählt. Ich wusste auch nicht, bis ich zu Hause war, was los war. Okay. Und das wusste ich dann auch noch nicht. Also ich bin nach Hause gefahren am nächsten Tag sofort, das war am Donnerstag. Das gleiche Frage, was los ist. Ja, wir fahren morgen dahin ins Krankenhaus und dann wirst du das sehen. So, wir sind hingefahren. Ja, und dann kam ich an, dann erstmal nach ganz oben, Intensivstation. Ich sag, diese Intensivstation, das ist eine Knieoperation gewesen. Also was sollte operiert werden? Das Knie. Ja, was im Knie? Er sollte ein neues Kniegelenk kriegen. Ach, ein neues Kniegelenk, ach so, ja. Genau, ein neues Kniegelenk. Mhm. Und das war eigentlich alles, mehr war da nicht. So. Mhm. Ja, und dann kamen wir auf Intensiv. Ja, und dann musste man sich ja rumziehen und desinfizieren, so ein Krempel da alles. Ja. Und dann kam er in den Raum rein. Und ich fragte so, wo ist der nun? Ja, und dann sagt sie, du stehst genau vor ihm. Ich gucke an, das ist doch nicht mein Vater. Also du musst dir vorstellen, mein Vater hat Oberarme gehabt, wie andere Leute Unterschenkel. Hm. Und dann sitzt er vor mir, wie eine Leiche, käseweiß. Es war der absolute Horror. Er lag vor dir? Nee, er saß vor mir auf so einem Stuhl zum Essen, wo unten auch so eine Schüssel drin ist. Wenn man dann, ja. Wie lange war er denn da im Krankenhaus schon gewesen? Wie lange war der schon da? Knapp eine Woche oder so. Und da hat er in dieser Woche so abgebaut? Ja, das war der absolute Hammer. Das Warum? Was war geschehen? Ja, die Ärzte haben uns erzählt von wegen, dass er die Narkose nicht vertragen hat. Hm. Und er war vorher gesund, er hatte nichts. War dein Vater ansprechbar? Konnte man mit ihm sprechen? Ja, er hat mich als Arzt gesehen und hat meine Mutter angeschrien, hat sie weggeschubst. Er hat dich als Arzt gesehen? Ja. Also er war nicht wirklich ansprechbar, er hat dich nicht erkannt? Er hat mich nicht erkannt, gar nicht. Er konnte auch kaum reden. Ne? Also so ein bisschen genuscheln, aber man hat so nicht viel verstanden. Aber ich hatte nur, wie ich was sagte, so, was ist denn los, wie geht's denn? Ja, Herr Doktor, Sie werden schon wissen, was Sie sagen. Ist denn die Knieoperation durchgeführt worden? Ja, das wurde durchgeführt. Die ist durchgeführt. Das ist auch alles top gelaufen. Er kann jetzt auch gut laufen, man alles. Aber wie geht es denn deinem Vater heute? Ja, wie geht es meinem Vater heute? Also vom Laufen her ist er gut. Und sonst, man darf dieses Wort ja sicherlich sagen, scheiße, ne? Aber ich schätze mal, uns geht es schlechter als ihm. Wie ist denn sein Zustand? Beschreib's doch mal. Ja, wie ist sein Zustand? Heute war das erste Mal, heute Morgen so 6:30 ungefähr, war meine Mutter noch arbeiten, dann nimmt sie ihn mal mit, weil allein lassen kann man ihn nicht, weil er nur Blödsinn macht. Ja, also er ist geistig verwirrt. Ja, natürlich. Da ist nichts mehr. Ne? Er kann das tun. Der darf auch keine Maschinen mehr lassen in seinem Hobbyraum. Er ist seit dieser Operation geistig verwirrt. Ja, aber richtig der dann.
Vom Feinsten, also da ist nichts mehr. Also, ich habe ihn gerade von bei meinen Eltern angerufen. Ich sage, gibst du mir Mutter, bin immer die sitzt auf dem Klo. Ja, dann sage ich, bin immer, ich bin am Telefon. Das hat er gar nicht gemacht, hat den Hörer weggelegt und Mutter lief dann rum und ich hörte dann bloß irgendwas gesabbelt von denen und ja, Mutter, wer hat den Hörer denn hingelegt? Und legt er auf, ne? Habe ich natürlich nochmal zurückgerufen. Ja. Wie alt ist der Vater? Und mein Vater ist jetzt 74. 74. Und war vorher fit? Der war fit, er ist Gastwirt gewesen, hat eine Gastwirtschaft gehabt und alles. War geistig auch absolut fit? Ja, auch gar nichts. Das klingt ja nun ganz, ganz klar nach einem Ärztefehler. Ja, aber was soll man da machen? Geh die Klinik, kommst du da nicht an. Das Geld haben wir auch nicht dafür. Also die Anwälte bezahlen, das kannst du vergessen. Und eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Also ja, nur langsam. Das ist zwar oft so, aber dennoch darf man sich da nicht so... Darf man das nicht so hinnehmen? Ja. Wie haben die das denn in dem Krankenhaus dann erklärt und beurteilt? Also zu mir haben sie gesagt, es ist halt dumm gelaufen. Wirklich wortwörtlich. So salopp haben die das gesagt? Ja, so salopp gesagt. Und dann kam noch die Aussage, trinkt ihr Vater Alkohol? Ich sage, ja, der trinkt am Wochenende mal ein Bierchen oder so. Und beim Fußball gucken oder so. Und dann war das natürlich auch, ja, das kommt daher. Und das war's? Ja. Und dann hat man ihn entlassen und das daran... Dann ist er erstmal in eine geschlossene Klinik gekommen. Nach Hause ging es nicht. Haben die gleich gesagt, sie brauchen übrigens keine Sorge haben, dass sie ihren Vater nochmal wiedersehen werden. Den werden sie nicht wiedersehen, der kommt sofort in die geschlossene Klinik. Was heißt das denn? In der Psychiatrie oder wie? Ja. Aber da ist er jetzt nicht. Nee, da war, knapp zwei Wochen oder so und da haben wir ihn nach Hause geholt. Da haben wir gesagt, wir werden das zu Hause versuchen. Habt ihr denn zum Beispiel mit eurem Hausarzt über den Fall geredet? Ja, der weiß auch Bescheid und alles. Was sagt der? Ja, der ist, also da wir ihn auch privat kennen, ist der natürlich auch ganz schön getroffen davon. Und wie beurteilt er das? Ja, was soll er da beurteilen? Er sagt, das kann man nichts machen. Gar nichts. Ja, aber sagt er auch ganz eindeutig, dass das ein Ärztefehler war? Ja, er sagt wohl auch, das ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze, wie die das da machen. Und hat er sich denn, er als Hausarzt kann sich ja die Unterlagen auch anfordern lassen und die ja, ganzen da Berichte. Hat er wohl, da hat er wohl was gemacht, aber irgendwo sind da wohl wieder Unterlagen mal nicht mehr dabei, die dabei sein sollten. Weil das war auch im Krankenhaus auch ganz merkwürdig. Da lag diese riesen Mappe auch bei ihm am Tisch. Und da waren ja noch mehrere Leute im Zimmer und da haben sie die überall weggenommen und die haben aber nicht gesehen, dass die Mappe noch bei meinem Vater am Tisch lag. So, und ich stand da mit dem Bauch genau vor, sodass sie das noch nicht sehen konnten, dass das Ding noch lag. Und ich habe mir einen Zettel geholt und habe alles abgeschrieben, was auf diesem Zettel stand, wie welche Medikamente er gekriegt hat, zu welcher Uhrzeit und welche zusammen. Ah ja. So, meine Freundin ist gelernte Altenpflegehelferin, hier so sie auch gelernt, hat sie gemacht. So, und der habe ich das hingegeben. Die hat dann mal nachgeforscht und hat gesagt, das darf man niemals zusammengeben. Hast du denn diese Liste eurem Hausarzt auch gezeigt? Die habe ich ihm gezeigt. Was sagt der? Und er sagte dasselbe. Also das kann nicht wahr sein, dass sie das alles zusammengegeben haben. Ne? Aber das heißt also, die Akten sind nicht mehr da, sind weg. Da besteht der dringende Verdacht, dass da etwas sehr Schlimmes angerichtet wurde an deinem Vater. Ja. Man vermutet eventuell einen Narkosefehler. Ja. Ja. Das war auch die Aussage, ne? Er hat die Narkose nicht überstanden. Das hat man zumindest so gesagt, er hat die Narkose nicht überstanden. Genau, das wurde auch gleich gesagt, er hat die Narkose nicht bestanden, das ist halt dumm gelaufen und so, Pech. Also weißt du, mit so einer kaltschnäuzigen Bemerkung darf man sich nicht abfinden. Du hast natürlich recht, das sind natürlich schon Gegner, gegen die man da vorgehen muss und dass man auch als normal betuchter Mensch da erstmal zurückschreckt und denkt, nee, da traue ich mich gar nicht ran und eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus. Ja, das ist schwer, aber es gibt mittlerweile so viele auch Patientenverbände und Organisationen von Betroffenen, die sich wiederum miteinander verknüpfen, wo man Hilfe bekommt und wo man unter Umständen auch finanzielle Hilfe bekommt. Ich finde immer, dass man dagegen vorgehen muss. Ich habe das auch gesagt, aber meine Mutter will das nicht. Ja, aber dann kannst du es ja als Sohn in die Hand nehmen. Ja, dass zumindest eine gewisse, man wird wahrscheinlich deinen armen Vater nicht mehr gesund machen können, dass der zumindest zur Rechenschaft gezogen wird, der dafür verantwortlich ist, dass der nicht davonkommt, dass der nicht vielleicht noch wieder irgendwann noch mehr Unheil anrichten kann und man wischt das alles so vom Tisch und vertuscht das. Es ist früher, in den früheren Jahrzehnten, unendlich viel vertuscht worden und ich bin froh, dass heute sehr viel Öffentlichkeit besteht, dass Ärzten auch auf die Finger geguckt wird. Denn bei allen Berufen ist das so und das muss man da auch machen.
Wir werden dir jetzt im Hintergrund Informationsmaterial geben, an wen du dich wenden kannst, wer dir weiterhelfen kann, wer dich auch kompetent beraten kann, vor allen Dingen auch, was die finanzielle Situation anbelangt. Und dann würde ich es an deiner Stelle als Sohn würde ich es in die Wege leiten. Ja, zu verlieren habe ich sowieso nicht. Nein, einfach auch um für den Vater es zu tun. Ja, es geht ja auch noch darum, weil wenn das ist, und es wird jetzt soweit kommen, weil wie gesagt, heute haben sie mit der Polizei gesucht, ne? Die ganze Stadt war ganz, wir sind hier auf dem Dorf, weil ich gerade sage, es ist Husum hier an der Nordsee. Ja. Und das ist nicht groß. Und da ist die ganze Kripo rumgefahren heute und hat ihn gesucht. Die haben sie am Mittag gefunden. Das verdeutlicht mir ja auch, was für eine Katastrophe da in eurer Familie angerichtet wurde. Ja. Wenn der Vater vorher ein fitter 74-jähriger Mann war, der nur wegen einer Knieoperation ins Krankenhaus kommt und als Schwerstbehinderter zurückkommt. Ja. Sie haben nun Pflegestufe 2 gekriegt, ne? So nicht wundern. Also das ging dann ganz schnell, weil meine Freundin, wie gesagt, die hat uns auch beraten, was Mutter machen soll, ne? So mit der hier mit Berichtsheft, wollte ich gerade sagen, hier so ein Tagesheft schreiben, ne? Und daher haben wir dann auch die gekriegt, aber das bringt uns nichts. Das ganze Geld, das können wir uns in die Haare schmieren, weil das ist. Ja, weil wenn das so weit kommt, dass er jetzt weg muss, und es wird jetzt so kommen, weil das von heute extrem, was heute passiert ist, war noch nie. Also es gibt, wie ich dir gesagt habe, es gibt Selbsthilfeverbände und eingetragene Vereine mittlerweile, wo sich Leute zusammengetan haben, die Opfer von Ärztefehlern und von Ärztepfusch oder Kunstfehlern, wie immer man das nennen mag, geworden sind. Wie weiß ich denn das mal? Es war ja nicht mal Oberarzt möglich, bei uns hinzukommen und sagen, es tut mir leid oder sonst irgendwas. Er hat ja jemand anders geschickt. Der war ja nicht mal so. Okay, das sind so Gespräche, die musst du mit einem Fachmann führen. Das kennen die innen auswendig, so ein Verhalten. Und die werden auch wissen, wie man adäquat dann reagiert. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Mike. Und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an und wird dich mit diesen entsprechenden Telefonnummern und Adressen versorgen. Und dann wünsche ich sehr viel Glück, dass vielleicht ein wenig Gerechtigkeit da noch in den Fall hineinkommt. Das müssen wir hoffen. Glauben tue ich es nicht, aber... Ja. Alles Gute von Herzen, dir und deiner Familie. Ja, vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, sehr gerne. Du kannst die Adresse gleich der Magdalena sagen. Ja, gut, danke schön. Tschüss. Noch einen schönen Abend, ne? Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Herzlich willkommen, Liane, ne? Stimmt. Ja. Hallo, Liane. Hallo. Ich bin etwas stutzig, weil ich den Namen nicht so oft sehe. Ja, ist auch ein seltener Name, das stimmt. Ist aber ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Liane, klingt sehr poetisch. Naja. Ich habe auch andere Erfahrungen damit. Echt? Was sagen die Leute? Also früher, wo ich in der Schule war oder so, wurde man dann auch schon mal gehänselt, so wie Tarzan schwingt der an der Liane oder so. Ach so, ja klar. Also ist nicht unbedingt positiv. Ich finde es schön. Und was geht's bei dir, Liane? Also ich bin etwas aufgeregt. Also bei mir geht's darum, mein Partner nimmt Heroin, der spritzt nicht, der raucht das, hat zwischendurch auch schon mal versucht zu spritzen, aber ist wohl unendlich schief gegangen und hat das dann auch wieder gelassen. Wir sind seit 6 Jahren zusammen, seit 4 Jahren nimmt er das. Wir haben 2 Kinder, 2 Kleine miteinander, mein ältester Sohn wird jetzt im August 4, mein anderer Sohn wird jetzt im Mai 2. Und ich bin eigentlich so ziemlich am Ende. Ich weiß nicht so recht. Ich komme einfach selber damit nicht mehr klar. Hat die Geburt des Kindes etwas mit dem Beginn der Heroinsucht zu tun? Du sagst, seit 4 Jahren ungefähr nimmt das und das Kind ist 4 Jahre alt, ist älter. Ja, das hat sicherlich in den Vorraum, also bevor ich schwanger geworden bin, hat er damit angefangen. Das hat sicherlich mit der Schwangerschaft auch was zu tun, ja. Weißt du, was genau? Ja, es ist eigentlich eine längere Geschichte. Also, ich weiß auch gar nicht, warum ich angerufen habe. Gar nicht, warum du angerufen hast? Doch, das ist alles ein bisschen schwer zu erklären. Also, mein Freund kommt aus türkischen Verhältnissen. Aus türkischen? Ich bin deutsch, mein Freund ist türkisch. Ja. Und es ist so gewesen, dass wir kennen uns seit der Schule. Er ist auch hier in Deutschland geboren. Es ist so, dass er mit 17 verheiratet worden ist. Mit seiner Cousine. Die Familie ist so, die verheiraten nur untereinander. Er hat sich dann trennen wollen. Wir waren dann zusammen. Das Kind war ja nicht geplant gewesen von uns. Ich bin dann schwanger geworden. Dann wollten wir halt zusammen sein. Die Eltern und die Familie haben das nicht akzeptiert, dass er die Scheidung
also einreichen wollte. Er hat diese Frau nie geliebt, muss man dazu sagen. Er wurde einfach nur mit ihr verheiratet, hat halt mit ihr gelebt und hatte vorher, bevor es mich gab, sag ich jetzt mal, auch schon eine andere Freundin gehabt, so, weil er nie was mit der Frau, das war halt nur die Frau. Ich denke, dass das dadurch alles angefangen hat. Falscher Freundeskreis, der ganze Stress mit der Familie, die ich schwanger geworden bin, obwohl das wirklich nicht geplant war. Hatte er sich dann, es war nicht geplant, aber dann doch auf das Kind gefreut? Oder ja, wollte natürlich. Das schon? Ja, und auf jeden Fall. Und er verhält sich heute den Kindern gegenüber auch sehr innig und liebevoll? Ja, also wir leben im Moment nicht zusammen. Ah ja. So, und wenn er da ist, also auf jeden Fall, also das schon. Warum lebt ihr nicht zusammen? Wir leben nicht zusammen, ja, weil wir es einfach nicht hinkriegen, zusammen zu leben. Aber ihr seid im Prinzip, seid ihr zusammen? Ja, natürlich. Ja, wir sind zusammen, fest zusammen. Ja. Das weiß auch jeder, aber wir leben halt. Also er ist auch meistens hier, er schläft auch hier, also er ist immer da. Wo hakt es denn am meisten, wenn du sagst, wir kriegen das nicht auf die Reihe, zusammen zu leben? Wo hakt es denn? An seiner Drogensucht. Nimmt ihr das einfach an seiner Drogensucht. Er hat sich ja auch total verändert. Man muss ja auch einfach mal so sehen, dass er in den Anfangsjahren, wo wir zusammengekommen sind, ein ganz anderer Mensch gewesen ist. Er hat einen total tollen Job gehabt. Hat er heute auch noch einen Job? Nein. Nee, ist heute arbeitslos? Ja. Wie finanziert er die Drogensucht? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Das weißt du nicht? Nein. Fragst du ihn danach? Nein, ich frage ihn nicht danach. Hast du Sorge, dass er krumme Geschäfte macht? Ja, denke ich schon. Natürlich. Wie will er das sonst machen? Wo kommt das Geld sonst her? Ja, genau. Also es ist im Moment auch so, also es gab Zeiten, die wirklich sehr, sehr schlimm waren, also wo ich echt am Rande das war. Für mich ist das auch schwer. Ich bin alleinerziehende Mutter dann im Prinzip von zwei Kindern, weil auf den Vater kann ich mich überhaupt nicht verlassen. Ich habe auch keine Familie, ich habe keine Geschwister, ich habe niemanden um mich drumherum, der mich unterstützt, der mir mal die Kinder abnimmt, der mir hilft. So, ich kümmere mich um die Kinder und kümmere mich um den Mann. Hast du den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Drogensucht sich verstärkt hat bei ihm? Verstärkt nicht, nein. Also es gab, es war eine Zeit lang ganz schlimm. Es war zwei Jahre sehr extrem, wo ich mir echt gedacht habe, wenn er jetzt irgendwo nach Dortmund oder weiß ich nicht wohin fährt und da irgendwo mit falschen Freunden zusammen ist, setzt er sich eine Nadel und er hat keine Ahnung davon, der ist so blöd und dann war es das. Wobei ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, okay, er hatte sich bemüht aufzuhören, hat das dann auch 4 Monate geschafft, also war dann auf Methadon, er musste jeden Tag täglich zum Arzt gehen. Achso, das heißt, er hat schon Hilfe in Anspruch genommen von außen. Also von ja, was heißt von außen? Hilfe in Anspruch genommen in dem Moment, wo er gesagt hat, das, was alle, ich sag das jetzt mal so grob, Junkies oder Drogenabhängige machen, die gehen zum Arzt und holen sich da irgendwas, damit sie überhaupt klarkommen. Wenn sie jetzt nicht das Geld dafür parat haben, ist einfach so, nicht das Geld dafür parat haben, um sich jetzt was zu kaufen. Dafür kriegen sie ja auch ihr Methadon, da sind sie erstmal ein bisschen... Verstehe, dahinter stand gar nicht der wirkliche Wille, ich will raus aus der Sucht, sondern es war quasi so ein... Ja. Ja, er hat sich so... Also ich denke das ist meine persönliche Meinung. Ich denke das schon, ja. Wenn du mit ihm... Das hat er dann aber durchgezogen gehabt, für eine Zeit, für einen gewissen Zeitraum, aber dann aus irgendwelchen Gründen kommt er mit irgendwas nicht klar. Dann geht's wieder los. Kann noch so eine Kleinigkeit sein und dann buff, was. Ist er auch bei dir, wenn er, oder kommt er zu dir, wenn er Heroin konsumiert hat? Oder konsumiert das gar bei dir in der Wohnung? Früher schon, ja. Wie ist er dann drauf, wenn er das geraucht hat? Ja, halt total anders. Sein Wesen ist ganz anders. Und man sieht das auch, ich rieche das auch, er weiß das nicht, aber ich rieche das. Wie ist das Wesen denn? Ist es freundlicher? Nein, ist nicht freundlicher. Aggressiver? Ja, ich finde schon, ja. Also überhaupt nicht freundlicher. Er ist ja eigentlich ich nehme ihn immer in der Hinsicht in Schutz, dass ich immer sage, er ist ein herzensguter Mensch. Er ist auch wirklich so, er hilft jedem. Selbst wenn er einen Penner in der Stadt sitzen sieht, die da auf Ladenstraße, okay, aber wenn er das, immer Geld wenn oder er, dies oder das. Okay, aber wenn er es genommen hat, da verändert er sich schon auch noch zum Negativen in seiner Persönlichkeit. Ja, aber er merkt das ja nicht mehr. Ist mir schon klar. Ich frage jetzt, wie du ihn wahrnimmst. Im Moment macht er das aber nicht mehr in eurer Wohnung. Wenn du ihn im klaren Zustand ansprichst, gibt er es zu, dass er heroinsüchtig ist?
Ja, er gibt das zu. Er weiß das. Ja. Und wenn du mit ihm sprichst, wahrscheinlich hast du ihm tausendmal gesagt, du musst etwas verändern, du musst zu einer Drogenberatung gehen, ja, du musst genau. in eine Klinik gehen. Was sagt er dann? Ja, er sagt, er will das jetzt machen. Aber er tut es nicht, seit 4 Jahren nicht. Oder immer wieder mal so ein bisschen halbherzig und dann ja, genau. war es das wieder. Halbherzig, ja. Mhm. Jetzt sagt er ja, er macht das jetzt nächsten Monat, dass er dann in den Zug geht und dann in eine Klinik. Mhm. Wir hätten ja eigentlich nächste Woche einen Termin gehabt bei seinem Psychologen, wo ich hätte mitgehen sollen. Aber das Problem ist, dass ich würde ihn ja unterstützen. Ich würde ja weiter für ihn da sein und vielleicht auch 6, 7, 8 Monate warten. Nur das Problem, was ich im Moment habe, ist, dass ich sehe einfach, ich sehe keine Zukunft mit diesem Mann. Er hat immerhin einen Psychologen, sagst du? Ja, wir haben einen Termin gemacht, weil ich wollte das selber hören, weil das Problem ist bei diesen Menschen, die belügen dich von vorne bis hinten. Ach so, der geht nicht regelmäßig dahin? Soweit ich weiß, geht er alle 14 Tage nur dahin, was ich viel zu wenig finde. Ja. Und wie oft schon, wie lange? Ich glaube 8 oder 9 Mal ja. hat er das gemacht. Mhm. So, wie ist dein Gefühl zu diesem, deinem Partner? Ich weiß es nicht. Eigentlich liebe ich diesen Mann, nur dieser Mann gibt mir nichts, worauf ich aufbauen kann. Und du hast Angst, dass dieser Mann dich noch weiter runterzieht in ein Leben, was du nun wirklich nicht möchtest? Ich habe selber 2 Kinder und eigentlich habe ich mir nur eine Familie gewünscht. Mhm. Eine normale Familie, dass man zusammenlebt, dass der Mann arbeiten, ganz normal, dass der Mann arbeiten geht, wir haben 2 Kinder miteinander. Ich finde, was du gerade geschildert hast, finde ich auch sehr, sehr, sehr schlimm und erschütternd. Das tut weh. So, auch sein Desinteresse. So. Ich habe das Gefühl, so wenn ich ihn dann anrufe, er ist total unzuverlässig. Total unzuverlässig. Ich sitze wirklich zu Hause, mache mir Sorgen. Ne? Er hat keinen Respekt vor dir und er hat kein Verantwortungsgefühl seinen Kindern gegenüber. Das muss man so sagen. Wenn er das hätte, hätte er schon viel, viel mehr unternommen und hätte versucht, ein anderes Leben zu führen. Aber er lässt sich gehen. Hast du mit dem Gedanken gespielt, diesen Mann zu verlassen? Ja. Mit dem Gedanken spiele ich ja jetzt auch. Ja. Hast du es ihm schon mal ausdrücklich gesagt? Also jetzt in dieser Situation nicht. Also es gab schon mal, dass ich mich paar Mal in den, also was heißt paar Mal, ich habe dann gesagt, okay, jetzt raus hier, ich will dich jetzt nicht mehr sehen, so dass ich dann, dass dann Schluss gewesen ist, aber es war... Ja gut, das ist ja kein wirklicher Schluss, Mann. Nach das 2 ist Wochen war er wieder da und dann war alles wieder okay, er ist der Vater meiner Kinder. Vielleicht würde ihn ein sehr harter Schritt von dir wachrütteln. Und davor habe ich ja Angst, diesen Schritt jetzt zu machen, weil er sagt ja jetzt, wir haben ja diesen Termin bei diesem Therapeuten und er sagt ja jetzt, er will das jetzt machen. Er will dann setze ihm machen. Doch, okay, er dann sagt, will diese, das heißt ja so, also so haben die, so hat er mir das geschildert, 6 Monate ist er dann komplett weg. So, ich habe jetzt aber Angst, den Schritt zu machen, ihm jetzt zu sagen, ich schaffe das aber nicht, ich kann so nicht mehr. Es ist noch ein Monat, der mir vor der Brust steht. Und wenn du aber ein Monat, in dem ich total leide, in dem ich jeden Tag hier sitze und weine. Okay, aber wieso setzt du dich einen Monat ihm noch aus? Ja, du kannst ja ihm sagen, pass mal auf, mir ist sehr viel an uns gelegen und an dir. Ich finde, du bist der Vater meiner Kinder und ich würde so gerne, dass wir eine Familie sind. Aber ich muss jetzt von dir einen Beweis haben, dass du es ehrlich meinst. Wir werden uns ja 7 Monate nicht sehen. In einem Monat gehst du in deine Therapie, in deine Klinik, wohin auch immer. Und am Ende des Jahres werden wir uns wieder treffen. Und dann reden wir neu, dann haben wir Tabula Rasa gemacht, dann fangen wir von ganz Neuem an. Aber jetzt ist Schluss. Ja, aber ich habe Angst auf der anderen Seite, dass wenn ich jetzt sage zu ihm, okay, ich lasse dich jetzt im Stich. Nö, du lässt ihn ja nicht im Stich. Du gibst so, ja... Ich beende das Ganze jetzt, dass er dann noch mehr dadurch runtergezogen ist und gar keinen Willen mehr hat dazu. Dass er dann sagt, okay, für was mache ich denn dann die ganze Zeit? Nein, er macht es dafür, dass er in 7 Monate bei dir vor der Tür steht und sagt, ich habe es geschafft. Dafür. Ich finde das wirklich keinen schlechten Schritt, weil du zeigst ihm Härte und gibst ihm dennoch Hoffnung. Und dann weiß er weiß, dass du es dann verdammt ernst meinst. Und er kann sich anstrengen und hat ein Ziel vor Augen, wofür er das tun kann. Weil du gehst kaputt. Ich gehe auch kaputt. Du gehst kaputt, das höre ich schon. Ja, ich höre es.
Liane, meine Zeit rennt mir so ein bisschen weg. Ich habe dir das jetzt mal so spontan gesagt, wie ich das gut fände. Das kannst du ja mal überlegen, ob du zu diesem klaren Schritt... Ja, das überlege ich ja schon die ganze Zeit. Ist es ja nicht so, dass ich nicht... Ich bin ja nicht doof. So, ich bin ja kein dummes Mädchen. Nein, natürlich nicht. Und also sage ich jetzt mal so, ich, ne? Ich würde gerne, dass meine Psychologin dir auch nochmal ihre Ansicht dazu sagt. Ich habe sie dir gesagt, dann kriegst du noch die fachkundige Meinung von der anderen Warte aus. Ganz nett. Ja. Dann würde ich dich bitten aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay, super. Alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, mit wem machen wir jetzt weiter? Mit einem, ich würde mal sagen, mit einem 35-jährigen Mann. Warum auch nicht? Nämlich mit Andreas. Hallo Andreas. Ja, hallo Jürgen. Hallo Andreas. Also ich sehe deine Sendung, wie vielleicht viele andere sagen, nicht ganz so oft und bin da eben gerade auch durchgekommen. Ich habe halt ein Problem, kennst du, also Colitis ulcerosa, haben mir deine Kollegen gesagt, haben wir schon mal gehabt diese Woche und so weiter, ist aber auch nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem besteht darin, dass ich sage, weißt du was, ich kann keinen Geschlechtsverkehr haben, aufgrund dieser Krankheit. Ich habe die seit ein paar Jahren. Du erklärst erklär nur mal kurz die Krankheit. Also es ist dauerhafter Durchfall. Also irgendwie wässriger Durchfall, der über einen Chinesen mit wirklich gutem Tee, der gekocht wird und so weiter, versucht wird zu behandeln. Die herkömmliche Geschichte von den Ärzten, naja, mein Gott, die Sache ist durch. Ja? Wie lange hast du das schon? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Ja. Du hast seit 6 Jahren immer Durchfall? Ja. Ja, kann man also das so sagen? Denk nicht, dass dieser Durchfall sich so beläuft, dass du sagst, ich muss alle 3 Minuten aufs Klo, sondern dass alles, was du ausscheidest, ne, in irgendeiner Form flüssig ist. Ja. So. Und jetzt kommt dazu. Und dieses Ausscheiden, ich frage nochmal einfach, um mir ein Bild von der Krankheit zu machen. Genau. Passiert dieses Ausscheiden einmal am Tag oder mehrfach? Nein, mehrfach. Mehrfach. Also, es ist also nicht so, dass du sagst, es ist nicht so oft, wie du das vielleicht kennst, wenn du sagst, ich bin jemand, der vielleicht 2-mal am Tag aufs Klo geht. Ich gehe vielleicht 4-mal, aber ich habe halt diesen Durchfall. Und da muss dein ganzer Darm doch wund sein, dein Enddarm. Also ganz blutig. Wund. Also es ist immer mit Divertikel, so nennt sich das, verbunden. Ja. Immer mit Hämorrhoiden auch so ein Stück weit. Ja. Oder auch immer irgendwo mit ein Stück weit. Naja, im Wunden hindern. Ja, natürlich, ja, klar. Also, es ist nicht so, dass du jetzt denkst, das ist alles prima. Nee, das kennen wir. Nach außen hin sehe ich sicherlich sehr normal aus, aber irgendwo. Und du sagst, du kannst keinen Geschlechtsverkehr. Ich kann den nicht ausüben, weil jedes Mal, und das kommt ja noch erschwerend hinzu, ich diese Angst davor habe, Durchfall zu bekommen. Das könnte passieren während des Geschlechtsverkehrs. Genau. Und dass du den Durchfall dann nicht. Lass mich fragen. Und dass du den Geschlechtsverkehr, dass du den Durchfall dann nicht zurückhalten kannst. Die Angst davor, das nicht zurückhalten zu können. Ist das schon mal passiert, dass du ihn nicht zurückgehalten hast? Also ich sag mal so, vor 6 Jahren habe ich noch ganz normal Geschlechtsverkehr gehabt. Also es fing irgendwann an, bin irgendwann Krankenpfleger geworden, ne, wie das eben so ist. Hab mir diesen Berufsweg ausgesucht, hab mich wahrscheinlich nicht, ich will nicht mal sagen, in irgendeiner Form infiziert, es ist halt da gewesen und davor hatte ich ganz normalen Geschlechtsverkehr. Dann habe ich das versucht mit einer Frau, mit der ich ziemlich lange zusammen war, und das ist völlig in die Hose gegangen. Also ich sag's ganz salopp, ich habe mich eingeschissen. Ja? So. Während des Geschlechtsverkehrs. Genau. So. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie dieses Erlebnis daran arbeitet. Ja. Und Wie erklär mir das mal? Dein Schließmuskel funktioniert doch normal. Der funktioniert normal. Und, na klar, aber hast du schon mal Durchfall in deinem Leben gehabt, dann weißt du, wenn dann nicht die Toilette in der Nähe ist oder der Moment, du hast eine Erektion, du hast all diese ganze Geschichte dabei. Du weißt gar nicht auf was und dann diese Erektion geht weg, in dem Moment, wo du dich konzentrierst, was jetzt bloß nicht. Diese Geschichte. Hast du im Moment eine Freundin? Nein, nee. nein, natürlich nicht, weil aus Selbstschutz, ne? Weil ich einfach sage, diese ganze Geschichte, in der ich sage, Mensch, ich möchte nicht in diesem Moment kommen, wo ich sage, diese ganze Peinlichkeit. Ne? Wie lange hattest du jetzt schon keinen Geschlechtsverkehr mehr? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Ja. Seit diesem Vorfall? Ich habe das vorhin deinem Psychologen oder deinen Mitarbeitern gesagt. Mitarbeiter, ja. Ich habe gesagt, erwichsig.
Entschuldigung, diesen Ausdruck, aber eher wichse ich mir ein, als dass ich in irgendeiner Form sage. Hast du denn schon mal Kontakt mit anderen Leuten aufgenommen? Nein, ich habe gar keine Ahnung, weil ich glaube nicht. Ich habe mir das ein paar Mal bei dir angeguckt. Ich habe immer gedacht, die Leute sind sehr mutig. Ganz viele davon, die sagen halt, was habe ich. Und ich habe gedacht, weißt du was? Also diese Erkrankung haben sicher ganz viele Menschen. Und insofern wäre es doch sicher auch völlig interessant, eine Selbsthilfegruppe mal aufzusuchen. Ja, aber ich sagte, es gibt für drogensüchtige Selbsthilfegruppen. Doch, gibt es bestimmt auch. Werden wir jetzt mal uns schlau machen. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Andreas, bis gleich. Ja. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Bis dahin.